Hallo Alexander. Hallo. Du hast eben am HK teilgenommen. Ja. Ja. Wie war es für dich? Was hat dich beeindruckt? Am meisten hat mich beeindruckt die Gruppenenergie. Ja. Also wirklich, das ist so enorm krass, eine Einheit wird die Einheit, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und dass man sich dadurch wirklich aus der eigenen Komfortzone raustraut, weil ich das jetzt für mich jetzt nicht so gewohnt bin, jetzt unter so einer großen Gruppe von Männern jetzt da mal einen vom Stapel zu lassen. Ja. Ich fand das am Anfang jetzt vor dem Seminar eher befremdlich, wenn die alle so laut wären, aber da war das, also ist mir das dann leicht gefallen. Also man wird zu einer Energie, zu einer Einheit und kann sich selber loslassen. Das finde ich super. Dann, du machst es super, ne? Also wie du erklärst, wie du sprichst, wie du selber die Energie transportiert, was ist ja schon, wenn es von Neuseeland kommt, den Maoris, außergewöhnlich, dass es jemand, der europäisch ist, authentisch rüberbringen kann, ohne dass er krass tätowiert ist oder sonst was da dort gewesen ist. Ja. Aber die Energie nehme ich dir persönlich auf alle Fälle ab. Also das muss ich mal sagen. Und die transportierst du, also du gibst sie ja auch weiter und steckst die Leute an. Da springt so ein Funken über. Und ja, also das hätte ich mir jetzt so auf den Punkt krass gut nicht vorgestellt. Also ich hätte gedacht, es hätte mich dann mehr Überwindung gekostet, wie jetzt die anderen Sachen, die wir davor gemacht haben, die mich echt Überwindung gekostet haben. Okay. Und was es macht, wenn es auch um diese Männlichkeit geht und die Energie, da muss ich schon sagen, also ich habe mir echt vorgestellt, wie ich auf Arbeit stehe und die ganzen Weiber zusammenschreie. So, das müsste ich mal, aber das werde ich mal machen, so einfach nur zu gucken, wie sie reagieren im Circle Training bei Miss Sporty. Und ich will das einfach mal wissen, einfach so aus Spaß vor allen Dingen, gar nicht ernst gemeint in dem Moment, also schon, aber du weißt, wie ich es meine, nur mal die Reaktion zu testen. Ja, also genau. Daran musste ich die ganze Zeit denken, wo würde man das spontan machen, als du auch vom Amt erzählt hast, da gäbe es so einiges. Und selbst wir mussten in der Innenstadt auf dem Markt mal kotzen. Genau, genau. Day Worker. Das finde ich schon cool, irgendwie das mal zu testen. Es reizt mich, das zu testen. Und ich freue mich schon drauf, das mit meiner Tochter auszuprobieren, weil wir haben ja Aquaman geguckt und Jason Momoa, der macht das ja bei jeder Premiere, hat er das gemacht und alle Frauen stehen drauf, meine Tochter steht auch drauf. Ja. Und deswegen, also ich finde es cool, das mal zu machen und das so von anderen Kulturen, das irgendwie übertragen wird, weil mich interessiert immer die Kombination Tanz und Kampf oder Kampfsport. Ja, ja. Und weil ich glaube, dass das alles irgendwo zusammenhängt, im besten Beispiel bei Capoeira, genau, wo Tanz und Kampf zusammen ist. Und ich versuche dann eine Verbindung für mich und für meine Hobbys und für meine Kreativität zu finden. Ja. Und die Energie ist, ich mache ja Kampfsport, ist so krass, wie die sich öffnet, kenne ich das so nicht. Also man muss sich das in anderen Sachen viel, viel mehr erarbeiten, als dass es so, bam, wenn dann das einmal da ist, bleibt das ja auch so. Ne? Also ja, es genau. geht ja nicht weg. Also ich finde es super und besser oder positiver, als ich mir es vorgestellt habe. Also so, ich bin nicht super high oder sowas, aber es ist so, ich bin wach, ich bin da. Super. Ja, das ist cool. Wunderbar. Danke. Lieber Alexander, ganz vielen Dank. Ich danke. Es ist mir ein Vergnügen. Ja, und eine vielen Ehre. Dank. Danke. Ja. Ciao. Ciao.